Jo, wir sind zurück hier bei unseren Turtles. Ich würde sagen, wir legen gleich mal los, checken hier auf jeden Fall erstmal das Paket und gucken, was es da so gibt. Also ich bin wie gespannt. So, okay. Nehmen wir erstmal das mit. Das ist erstmal wieder nice. Und dann würde ich sagen, können wir auch erstmal in den Kartenshop gehen. Holen hier unser Zufallspaket. Gucken da natürlich erstmal rein, was es da so gibt. Nehmen da erstmal mit, schließen das natürlich und gehen dann auch erstmal wieder in den Kampf. Ich weiß nicht, unseren Kader kennt er noch, weiß ich nicht, vielleicht später. Können wir natürlich erstmal den nächsten aufwerten. Richtig geile Sache, ich würde sagen, das machen wir auch erstmal, rekrutieren den. Hier haben wir ihn. So, was machen wir dann? Wir können den natürlich erstmal pimpen, wenn wir wollten, aber ich würde sagen, das lassen wir erstmal, schließen das erstmal und gehen dann auch erstmal in den Kampf. Ich weiß zwar noch nicht, wie wir agieren, aber ich denke, da fällt uns auf jeden Fall was ein, können hier erstmal ein bisschen was einlösen. So, und dann gehen wir erstmal, wie gesagt, in den Kampf, gucken hier natürlich, was wir machen. Nur für kurze Zeit, das Spezialevent Wettkampf ist auch noch am Start. Aber ich würde sagen, wir machen erstmal im Kapitel weiter. Gucken erstmal, ob wir hier eventuell eine Chance haben. Ich weiß es nicht. Wird auf jeden Fall gut hart. Wir probieren es einfach aus, würde ich sagen. Und checken hier einfach mal die Lage. Also ich glaube, unser Team ist eigentlich relativ gut dafür, aus dem Grund. Probieren wir das erstmal aus. Wir können jetzt natürlich auch gucken, wen nehmen wir für was. Also das ist natürlich auch immer sehr, sehr wichtig, darauf zu achten. Aber ich denke, eigentlich können wir uns damit nicht so wirklich anscheißen. Hoffe ich jedenfalls. Naja, der Orange ist schon ein bisschen mies, aber naja, wir probieren es einfach aus, checken hier einfach mal die Lage und gucken, was am Ende dabei rauskommt. Also ich weiß nicht, was sagt ihr, haben wir eine Chance oder haben wir keine. Wir beginnen einfach, legen hier einfach los und gucken, was so geht. Könntet natürlich auch ein bisschen schneller machen, das ist immer ein bisschen sinnvoller. So, wann sind wir dran, ne? Jetzt sind wir dran, ne? Würde ich sagen, geht der Graue erstmal auf den Roten. Das ist Fakt. Mit welcher Attacke? Nehmen wir die erstmal. Kloppen den nur erstmal weg. Dann gehen wir mit dem Blauen. Wäre auf jeden Fall Orange von Vorteil. Dann würde ich sagen, gehen wir auch auf den Blauen. Und dann gehen wir mit dem Lilanen. Auch auf den Blauen, auf den hier drüben. Werden die Attacke erstmal rausholen. Boah, was machen wir jetzt? Hätten wir uns natürlich den anderen auswählen können, aber ist egal. So, das hat auf jeden Fall gesessen. Damit haben wir den natürlich erstmal weggekloppt und können uns jetzt natürlich hier in der nächsten Stufe ganz entspannt zurücklehnen. Erstmal abwarten, gucken, was der Gegner macht, wie er hier agiert. Ich würde sagen, wir hauen jetzt hier erstmal auf wen hauen wir einen Ruf. Grau ist eigentlich ein Rot-Dude, aber ich würde sagen, wir gehen dann hier ruf auf den Blauen. Gehen hier erstmal auf Schließen. Und dann würde ich sagen, gehen wir da gleich nochmal auf den hier. So, müssen jetzt gucken, wie es weitergeht. Wen greifen wir jetzt an? Das ist natürlich die Frage, wollen wir auf den Blauen? Ich würde sagen, ja, das machen wir. Kloppen den erstmal weg. Können jetzt natürlich den nächsten nochmal angreifen. Mit Grau werden natürlich nicht Sinn. Orange, gehen wir auf den Grauen, auf den, jo, gehen wir auf den hier. Können jetzt gleich nochmal, wollen wir gleich nochmal auf den Grauen gehen, ich würde fast sagen, das ist das Sinnvollste. Hätten wir vielleicht nur den anderen Grauen nehmen können, aber ist egal.
So, dann haben wir den natürlich auch erstmal weggejagt. Das ist für uns natürlich wieder sehr von Vorteil. Aus dem Grund würde ich sagen, machen wir jetzt hier hoffentlich alles klar. Im letzten Fight müssen wir natürlich gucken. So, mit Lila gehen wir natürlich auf Blau. Das ist Fakt. Da greifen wir gleich mal an. Geben den erstmal Jüdien auf die Mütze. Mit Orange gehen wir auf den Roten. Da würde ich fast sagen, gehen wir gleich mal auf den Ruf. Dann gehen wir gleich nochmal. Wollen wir den Blauen platt machen? Ich würde sagen, nee, wir nehmen den Grauen. Oha, 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 der hat gesessen. Jetzt sind wir natürlich erstmal nochmal dran. Mit Grau gehen wir. Ah, ich wollte auf dem Roten hin, aber na gut, ist ja, jetzt ist es so wie es ist. Dann machen wir gleich mal weiter und gehen da erstmal rauf. Hä, wieso kann ich jetzt nicht mehr auswählen? Wir machen jetzt automatisch. Jetzt sind wir mal wieder dran, gut, okay. Würde sagen, hauen wir erstmal den weg. Und können uns jetzt ganz entspannt auf den letzten konzentrieren. Also ich glaube, da haben wir gute Karten. Werden uns hier auf jeden Fall den Sieg holen, denke ich jedenfalls, mit unserer Spezialattacke. Ich glaube, das reicht am Ende. Jo, das reicht. Den Sieg haben wir. Von daher hat es natürlich wieder mal nicht besser für uns laufen können. 3 Sterne haben wir. Also ist wieder mal alles im grünen Bereich soweit. Ich weiß nicht, auf was für einer Stufe seid ihr. Ich bin auf Stufe Nummer 30. Jetzt erstmal hier auf Sammeln. Könnte natürlich den nächsten Kampf noch machen, aber ich glaube, das wird auf jeden Fall ein bisschen hart für uns. Aus dem Grund würde ich sagen, gehen wir hier erstmal wieder raus, könnten hier natürlich nochmal Kapitel Nummer 2 zocken, um natürlich hier eventuell noch ein paar Karten zu bekommen. Also das, denke ich, ist sehr von Vorteil. Wir gehen gleich nochmal in den Fight und gucken, was so geht. Ich mache jetzt natürlich auch erstmal ein bisschen schneller. Oha, der hat gesessen. So, ich weiß noch nicht, ob mein Akku nur hält, also keine Ahnung, ich habe mein Kabel gerade nicht hier, will jetzt auch ja nicht so wirklich losrennen, um natürlich das Kabel zu holen. Aus dem Grund hoffe ich einfach mal, dass es am Ende reicht. Ich weiß auch ja nicht, bei wie viel Prozent ich jetzt noch bin, also kann ich euch selbst nicht mal genau sagen. Aus dem Grund mache ich es hier natürlich auch erstmal auf Autoplay-Modus und hoffe natürlich, dass der Akku, wie gesagt, nur hält, also geil wert natürlich. Gucken wir erstmal, was es hier so gibt, was wir hier am Ende so bekommen bei dem Gegner, also da bin ich natürlich gespannt. Erstmal hoffe ich natürlich auf die Karte. Das ist Fakt, aber wie gesagt, ich will natürlich gut was abräumen, will natürlich dann im nächsten Fight auf jeden Fall weitermachen. Ich weiß noch nicht, welche Karte beziehungsweise welchen Charakter soll ich hier weiter aufpimpen. Wer soll auf jeden Fall schnellstmöglich so weit wie möglich kommen, um natürlich extrem stark im Fight zu sein. Also wie gesagt, schreibt das einfach mal in die Kommentare. Ihr kennt ja eigentlich mein Team. Das können wir uns so gleich nochmal gemeinsam angucken. Will ich euch gleich nochmal einfach mal zeigen, dass ihr einfach mal sagen könnt, ja, pimpt den oder den. Das wäre natürlich nice wie die Sau. Also wie gesagt, wir gucken uns das einfach mal an. Gehen hier auf Kader, dann seht ihr natürlich meinen Kader, die ich habe. Und dann seht ihr natürlich hier unten welche, die ich schon suche. Also wie gesagt, welche soll ich hier oben weiter pimpen und welche soll ich hier unten weiter suchen. Also schreibt das einfach mal in die Kommentare. Mich würde interessieren, wie die Sau, wen habt ihr, wo er sagt, ja, der ist mega geil. Also schreibt mal eure Top 5 einfach mal hier in die Kommentare. Wäre ein cooles Ding von euch. Ich würde mich freuen, wie die Sau. Den könnte man natürlich auch erstmal noch ein bisschen pimpen. Wenn man wollte, könnte hier unten ein bisschen was einsetzen. Aber ich würde sagen, das machen wir in den Kämpfen. Werden wir dann später machen. Wie ihr sagt, wir sind durch. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.